Das Ehrenamt und das Geld. Zwei Dinge, die scheinbar nicht zusammenpassen. Wir sprachen mit der Leiterin der Krebsliga Magdeburg e.V. über diese Situation. Die Gelder für die Selbsthilfegruppen, die werden jetzt drastisch gekürzt und das betrifft ja auch Sie ganz stark, die Krebsliga. Aber Sie haben auch einen tollen Partner schon seit einigen Jahren, der Sie unterstützt. Ja. Und es gab letztens auch wieder ein bisschen Geld. Können Sie das kurz erzählen? Ja, wir haben mehrere Partner, die uns unterstützen, das muss ich auch sagen. Aber ein zuverlässiger Partner ist die Reha-Klinik Bad Salzelm, das muss ich sagen, und die Sparda Bank. Da können wir uns drauf verlassen. Sie sehen die Notwendigkeit zu unterstützen. Und da, wie Sie sagen, die Projekte werden nicht mehr gefördert. Seit diesem Jahr ist ja die Förderung für die Selbsthilfe völlig eingestellt vom Land, sind wir natürlich darauf angewiesen und sind der Sparda Bank unheimlich dankbar, dass sie uns in Aussicht stellen, uns auch weiterhin zu fördern, zu unterstützen, was für die Lebensqualität der Betroffenen unheimlich wichtig ist. Gutes Stichwort, was machen Sie mit dem Geld? Bei Ihnen gibt es ja nicht einfach bloß so eine Gesprächsrunde, habe ich gehört. Nein, also wir machen auf jeden Fall Projekte mit Inhalt. Es müssen Inhalte da sein. Entweder machen wir Körper, Geist und Seele. Wir machen auch therapeutische Wanderungen. Wir haben den Komplex so dabei, dass wir alles berücksichtigen, was für die Verbesserung der Lebensqualität wichtig ist. Und es werden Projekte in der Gruppe besprochen, wo möchten wir hin. Keinesfalls können wir wie diesen Scheck da für 2.500 Euro für ein Projekt verwenden. Es gibt andere Dinge, die in der Selbsthilfegruppe finanziert werden müssen. Die werden natürlich davon auch bezahlt. Also ein Projekt ist immer unter anderem Bestandteil von dieser Spende. Und vor allen Dingen unsere Leute müssen ja auch einen Eigenanteil zahlen, dass wir uns das überhaupt leisten können. Aber das wird gern gemacht. Und ob das am Steinbrunner Meer war oder ob das an der Frau, Kirche in Dresden war. Also es wird sehr gern angenommen und es ist für unsere Betroffenen unheimlich wichtig. Und es ist bedauerlich, dass so viel Geld da ist, aber für die Selbsthilfe an allen Ecken und Kanten gespart wird. Aber das ist für uns unverständlich, aber wir können es sicher nicht ändern.